Natalia Brovko hat es aus Tegel rausgeschafft. 9 Monate hat sie mit Fremden auf engstem Raum gelebt. Seit einer Woche ist sie in einer neuen Unterkunft. Beim Verein Schöneberg hilft, lässt sie sich jetzt beraten, wie es weitergeht. Doch die Erinnerungen an Tegel sind noch frisch. Wir lebten in ständigem Stress, immer unter psychologischem Druck. Wenn wir irgendwas nicht richtig gemacht haben, wurde uns sofort klargemacht, ihr fliegt hier raus und könnt unter der Brücke schlafen wie Obdachlose. Und auch mit dem Sicherheitsdienst habe es immer wieder Probleme gegeben. Die Security hat ihre Befugnisse oft übertreten. Sie haben uns manchmal nicht auf die Toilette gehen lassen oder jemanden von der Leitung geholt, weil wir sie angeblich beleidigt hätten. Aber sie verstehen unsere Sprache gar nicht. Die Zustände in Tegel, heute auch Thema im Abgeordnetenhaus. Eine Flüchtlingsunterkunft für mehr als 5000 Menschen, das sei für alle Beteiligten eine neue Herausforderung, sagt einer der Verantwortlichen. Es gibt Deeskalationstrainings. Natürlich tauschen wir ungeeignete Mitarbeiter dort aus und wir ringen um die Qualität jeden Tag. Und selbstverständlich, bei einer Einrichtung dieser Größenordnung läuft nicht immer alles rund. Nein, das berichtet auch diese Ukrainerin. Ratten in Schlafräumen, zu wenig Toiletten, Diebstahl, erniedrigende Durchsuchungen und Beschwerden darüber, die im Nichts verlaufen. Und der Flüchtlingsrat kritisiert die medizinische Versorgung, zum Beispiel, dass Mütter mit ihren 3 Tage alten Babys in gemischte Parzellen mit 6 anderen Männern gelegt werden. Ich habe 4 Kinder entbunden. Ich kann Ihnen sagen, das ist kein Zustand. Dass aus dem Ankunftszentrum ein Ort wurde, in dem wegen Krieg und Flucht tausende Menschen teils Monate verharren müssen, war so aber auch nie gedacht, die Leiterin betont. Mir scheint, vielen ist nicht ganz klar, was Tegel ist und in welcher Art und Weise wir das Ganze gemeinsam mit dem LAF konzipiert haben. Wir sind eine tatsächlich ursprünglich, wir heißen auch immer noch Ukraine Ankunftszentrum, ja. Wir sind eine Notunterbringung. Wir arbeiten in einem ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, der Auftrag ist, wir bieten alles vor Ort an, was notwendig ist, um eine Erstversorgung zu gewährleisten. Ob und wie die gewährleistet wird, da gehen die Meinungen auseinander. Der Verein Schöneberg hilft jedenfalls, der viele Menschen aus Tegel berät, sagt, so kann es nicht weitergehen. Die Menschen sind psychologisch sehr tief unten. Und die kommen zu uns und haben keine Hoffnung. Viele sagen, ich fahre doch lieber zurück in mein zerstörtes Haus, als ich hier leben werde.